Letztes Mal in Scarlet Nexus. Wir müssen erstmal Zuckermi wiederholen. Ach, komm schon. Ich will sie doch nur wiederbeleben, was soll denn das? That was close. Verdammte Scheiße. Und nun zurück zu den anderen. Ja, und damit herzlich willkommen zurück in Scarlet Nexus. Beim letzten Mal haben wir noch die Vertrauensepisoden von Luca und Tsugumi gesehen und sind jetzt mit dieser Standby-Phase im Prinzip so gut wie durch, abgesehen von möglichen Training, was wir außerhalb des Hideouts machen könnten. Ich möchte mal gerne in den Shop gucken, ob wir irgendwas eintauschen können oder was Sinnvolles kaufen können. Und wir haben ein neues Produkt erhalten. Okay, Max Gelee für alle. Aha. Ich würde aber erstmal gucken wollen, was wir eventuell verkaufen könnten. Na, das lasse ich mal. Das hier ist alles equipped. Da können wir nichts verkaufen. Plugins. Naja, die könnten wir eigentlich aufheben, sobald weitere Slots für unsere Freunde hier freigeschaltet werden. Geschenke. Die haben wir tatsächlich. Und jede Menge Materialien. Aber die können wir eher eintauschen, ne? Ich guck mal in die Tauschbörse mal eben. Und zwar mal bei Geschenke reinschauen. Wir könnten eine rosafarbene Trinkflasche kaufen für Hanabi. Aha. Ja, die nehme ich mit. Was geht denn noch? Nichts. Ja, blöd. Geschenke kaufen können wir leider nicht. Ich würde aber vielleicht mal in die Waffen reingucken. Haben wir da irgendwas, was besser wäre, als was wir jetzt haben? Es sieht nicht danach aus. Nicht wirklich. Bessere Waffen gibt's noch nicht. Plugins. Oh, Plugins hätten wir. Tja, jetzt ist die Frage. Verkaufen wir unsere alten und kaufen uns neue? Oder warten wir erstmal ab? Das ist halt jetzt die große Frage. Weil bringen würde es an sich ja schon was. Körper verbessern, Angriff, was? Und ausweichen, aha. Müssen wir doch glatt mal in unser Team gucken. Was, nur Luca ist drin? Was soll denn das? Gemma, komm mal rein, bitte. Okay. So, und dann hätte ich gern jetzt hier Ausrüstung. Sieht's noch aus? Ne, wir haben die Slots immer noch nicht frei. Wie können wir die denn... Das gibt's doch gar nicht. Es muss doch irgendeine Möglichkeit geben, die weiteren Slots freizuschalten. Hier haben wir 9 HP für die Hirnkarte. Was haben wir denn da Schönes? Was könnte man da machen? Ermöglicht 4 aufeinanderfolgende Psychokinese an Folgeangriffe und Ansturmfolgeangriffe. Na komm, dann nehmen wir das mal mit. Je mehr wir davon machen können, desto gut. Dann haben wir noch 3. Okay, Luftsprint. Okay. Na, bringt mir das wirklich was jetzt so auf Anhieb? Ich weiß das nicht. Was haben wir hier noch Schönes? Okay. Dann nehmen wir das erstmal mit. Bauen das ein bisschen aus. So, SAS ist klar. Gruppe passt eigentlich. Ausrüstung.
kann ich nicht irgendwie dafür sorgen, dass wir hier einen Slot frei kriegen. Komisch. Dass da immer noch nicht sich, dass sich da immer noch nichts getan hat. Das wundert mich ein bisschen, weil das kommt mir inzwischen sehr spät vor, wo sich da was freischaltet. Oder habe ich da irgendwas nicht verstanden? Muss ich da irgendwie manuell was machen oder... Ich weiß es nicht. Kampfobjekte, Waffen, Plugins. Kostüme. Geschenke. Material, sonstiges. Tja, ich weiß es nicht. Schon komisch irgendwie. Mir kommt das seltsam vor. Mir kommt das äußerst seltsam vor. Gut, aber wie dem auch sei, wir werden trotzdem mal ein paar Gelees einkaufen müssen. Können wir das so machen? Können wir uns das erlauben? Da würde ich vielleicht... Vielleicht so? Ja. Gut. Einmal speichern, würde ich sagen. So zur Sicherheit. Und dann gehen wir in den nächsten Missionsabschnitt. Weil was anderes bleibt uns ja nicht übrig. Let's rest before we go back to Suo. Alright, we're going back to Suo, but they think we're rebels. Ja, allerdings, das wird jetzt wahrscheinlich nicht so einfach. When we get there, do you think they'll send the National Defense Forces or the OSF after us? Möglicherweise, wir sollten auf jeden Fall aufpassen. Even if we do get caught, who says we won't be able to make a request to see the Chief? We'll most likely get our personalities rehabilitated before then. Na, hoffentlich nicht. Genau das wollen wir ja vermeiden. I thought about it. And I think it might be best to say we want to see my brother right off the bat. Yuita, that's bold. I'm sure they know we've been all over, learning secrets. My brother takes the Sumeragi name seriously. Now that I'm branded a rebel, he might expect me to come crying to him. That's crazy. I'm almost certain that he's waiting for me. All right. But we should do what we can to prepare for a confrontation. Yeah, I know. I sure do hope Kaito hears you out. It'll be nice to get some new information from him as well. There's probably many things we still don't know. Naja, aber damit rausrückt, das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. I agree. And he is the head of the OSF. So it is safe to say that he knows just as many secrets as the counselors. I guess if that's the case, maybe it is worth trying. What is it, Wataru? Oh, no, it's just... I was thinking of ways I could support you from here. And... Okay, keep up the good work. All right, let's head out to Suo. Na, hoffentlich geht das gut. Phase 9. Ewiger Schwur, ewige Bande. Na da. A state of emergency has been declared in Suo. Civilians should evacuate to shelters immediately. Aha. Warum? Doch nicht etwa wegen uns. What's going on? There aren't any soldiers. No, they're just hiding. This whole area is surrounded by the National Defense Forces. Das ist jetzt aber eher schlecht für uns, oder? They're waiting to ambush the rebels.
But something isn't right. They're definitely planning something. Even if it's a trap, all we can do is go straight in. Let's head to the OSF headquarters. Someone's coming this way. Is that... Hey, Yuito. I missed you. Ach du Scheiße. Und anhand deiner Stimme würde ich mal sagen, du lügst. Nagi? What are you doing here? What am I doing here? Just hanging out, you know? Yuito, erinnere dich, das ist nicht mehr der Nagi, den du kennst. I'm here to clean the rebel filth out from the great new Himuka. Is it new Himuka's plan to make us fight Nagi? I won't do it. We don't need to fight. Nagi, run away with us. Ich glaube nicht, dass das viel bringen wird. We'll find a way to undo the personality rehabilitation. If they can just change you like that, there must be a way to change you back. What? I can't go now. The fun's about to start. I'm gonna kill you and rip out your brain. Alter, chill mal. Brain? Maybe he's ordered to get Yuito's brain. What? Hey, Yuito. We're friends. You'd do me a favor, wouldn't you? Give me your brain! Alter, bist du gerade auf dem Weg, dich in den anderen zu verwandeln? Damn! He's so strong. This isn't just personality rehabilitation. He's received some kind of power enhancement. Ja, ja, irgendwie schon. Damn! Why? Why is this happening? Do we have to fight? Feel free to stand there if you don't want to fight me! I'm gonna cut off that ugly head of yours either way! Alter! Nagi! You are gonna try to fight back, right? And I want to see you strong. Gut, okay, der ist sehr schnell. Aber da haben wir ja im Zweifel eine Lösung für. Ah, nein, stopp. Das war nicht der Plan. Alter! Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Da ist er. Ja, jetzt brauche ich Hellsicht. Verdammte Scheiße. Das war alles überhaupt nicht gut. Mann! Alter, was soll ich denn machen? Wie soll denn das jetzt gehen? Ja, ich will ja Teleportation nutzen, aber es nützt mir ja nicht, wenn ich ihn nicht sehe. Alter! Ah, na also, endlich löst sich der scheiß Nebel auf. Jetzt können wir hier mal ein bisschen arbeiten. Okay, was passiert jetzt? Ja, es tut mir ja leid, ich kann es nicht ändern. Ich will das ja eigentlich auch überhaupt nicht. Ach, scheiße, es nimmt ja keinen Schaden. Was? Boah, ich wollte schon sagen, das kann ja wohl jetzt nicht wahr sein. Wo ist er denn jetzt? Da ist er doch. Hallo? Guck mal. Great job, Tsugumi. Close. Someone's in trouble. Pay attention. This is bad. I need your help. Come on. Stop this. Komm, greif doch an.
I can still fight. Hey! Yeah! How's this? Ohne Teleportation habe ich überhaupt keine Chance gegen ihn. Habe ich so das Gefühl. That was close. You guys good? I appreciate the help. Kann ich mich da nicht rein teleportieren? Doch, kann ich. Selbstverständlich. Ah. Komm schon. You have to leave. You have to stop. Shut up. You toast brain. I must get. Alter. Brain. Damn it. How long do we have to keep doing this? Let's regroup. Shut up. Stop this. Don't you talk. This is bad. Ah, shit. Lucky. Holt mich hier jetzt wieder jemand zurück? Ja. Gut. Sehr schön. Genau, das war der Plan. Also der Plan war es eigentlich nicht, aber... nein! Nicht auch das noch. Jetzt kann der die Scheiße auch. Also bis jetzt können wir relativ leicht ausweichen hier. Ja. Stop this. Shut up. You guys good? I appreciate the help. Gut, dass wir eingekauft haben. Jawohl. Das haben wir überstanden. Verdammte Scheiße. Yuito! Here we go! Yeah! Come on! Just die! There's nothing. That was close! I must try. Whoa! Damn! Alter! Was soll denn der Dreck? Nagi, Alter! Let's regroup! Shut up! Stop this! Shut up! Come on! This is bad! Ah, schon wieder draufgegangen, so eine Scheiße! Das kann doch nicht wahr sein! Ja, klar, Game Over, leckt mich am Arsch, Alter! Das ist wie mal kreuzweise! Kommst ja nicht mal mit Teleportation an den Rand. So ein Scheiß. Kann ich mein Team noch umbauen? Ich nehme mal die beiden Stärkeren rein. Das nützt jetzt alles nichts. Make it more fun for me. I feel the power coursing through my veins. It feels so good. Use my power when you can't anticipate the Chakram's movement. Stop this. Alter, es geht die Scheiße schon wieder los hier. Any hesitation could be deadly. I'm using this, Sugumi. Won't let him kill Yuito. We're gonna stop him with everything we have. Alter, ich kann nicht ausweichen. Entweder ich sehe es im Nebel nicht. Nagi told me that he was. Na, also entweder ich sehe es durch den Nebel nicht. Oder ich kann nicht ausweichen. Es geht halt einfach nicht. Das ist doch totale Dreck. Yeah.
Do you need help? Alter, seht ihr das? Ich komme nicht mal mit Teleportation rein. Es geht halt schlicht nicht. Not yet. Not yet. I need to support the injured. At this rate, is everyone okay? Yeah. I need your help. Ja, komm, steh auf. That was close. Yes, my power? Also ganz ehrlich, wenn ihr mich fragt, das ist ein Bullshit-Kampf, aber so richtig. Ja, Hanabi, bitte. Some help, Luca. That hurts. Damn it. Kein Schaden, ja, freilich. That hurts. Damn it. I need your help. Something big is coming. Watch out. You. I'll kill you. Ja, ja, Marsch. Not yet. Good? Shut What's up! What's happening? How do you like this power? Nagi, what's the matter? For a second, he... His brain is under a lot of stress. There could be something wrong with it. Shut up! Some help, Luca! You're okay! Ja, komm wieder runter, Alter. Let's regroup. Thank you. You guys good? Thanks a lot. Do you need help? Stop this! Na also, jetzt können wir endlich mal hier einen ordentlichen Angriff ausführen. Verdammt nochmal! Jetzt geht die Scheiße wieder los hier. Alter, der Kampf ist ja echt übelst Bullshit. Please, you have to stop! Shut up! Yuito's brain! I must get Yuito's brain! Du musst einen Scheiß, Junge! How long do we have to keep doing this? Alter, ich will doch nur ausweichen hier, was soll denn das? A memory is in danger. Shut up! Why? Stop I need your help. Damn. Good. Da sind wir schon zumindest schon mal durch. Some help, Luca! I can still fight. Why? My head. It hurts. Right there. Don't you talk. I need you, Gemma. Good. I made it. Thanks, Luca. Alter! Kann ja nicht sein Ernst sein, ja, alles. Komm. Gleich hammern! Damn it!
Ja, na also. Meine Fresse, Nagi, Alter. Du sorgst echt dafür, dass ich anfange, dich zu hassen. Stop, Nagi! Damn. Damn. Why? Why won't you just die, Yuito? Stop it. There's no reason for us to fight. Shut up. Shut up. Shut up. I'll kill you. I must have your brain. Warum eigentlich? Was willst du mit meinem Hirn? Du hast ein Ereignis, du Pfeife. What's wrong? No. Shut up. Don't tell me what to do. Stop. Stop. Yuito! What? Und jetzt? Nagi! What? What is this? Why am I? Wollt ihr jetzt nach diesem fucking Bullshit-Kampf wieder Sympathie wecken, oder was? Nagi's brain. This is horrible. Was zum Teufel läuft da? Yuito! You can't move him! Wake up! Yuito, I... Nagi, you... Are you... yourself? Sorry. I didn't know what was happening. The voice said I had to kill you. Don't apologize. It's not your fault. It was all the people who did this to you. I didn't want to fight you. They... told me to kill you. That they'd kill me if I didn't. I was so scared. So I couldn't stop. There was nothing else I could do. Every time he resisted, they sent him to personality rehabilitation. How can they be so cruel? I'm fine, so don't be so hard on yourself. You don't have to be afraid of their threats anymore. I'll fight with you. Yuito, you're so... How did this happen? We were always together. Ever since we were cadets. We were finally OSF. In Seto Platoon. I thought... we could still goof off together. I have to apologize. To Captain Seto. But it's too late. I thought that when I died, it would be more heroic, you know? Going out in a blaze of glory, fighting another. Look at me. I'm no hero. Tell me. How did I mess everything up so bad? Hey. Yuito, if I was gonna die either way, what should I have done differently, huh? Nagi. Nagi. You weren't wrong, Nagi. It was the country that did this to you. They're the ones to blame.
When I didn't know what to do, you were the one who suggested we join the OSF. I said I wanted to save people, but I couldn't even protect you. I'm sorry. I will avenge you. That's a promise I can keep. Yuito? I'm fine. I hate just leaving him there. Yeah. We'll take care of him later. We have to go see my brother. He's a government official. He probably had something to do with Nagi waiting here to ambush us. No way. You think Kaito would use Nagi to get at you? I don't know. Either way, we have to meet. The National Defense Forces are surrounding the path to OSF headquarters. They haven't given up on capturing the traitors. They're probably no match for you, but be careful. Oh, and Yuito? Take it easy. Thanks, Wataru. All right, let's head to OSF headquarters. Das sieht so aus, als würden wir... What's going on at OSF headquarters, Wataru? Wataru, do you copy? Huh? Oh, sorry. You can keep moving, Yuito. Something's up with him. Ja, möglicherweise. Aber das weist alles darauf hin, dass wir in der nächsten Folge jemanden ganz Bestimmtes gewaltig zu vermöbeln haben. Ja, also das kann ja aber nicht wahr sein. Ey, also erst hauen die uns so einen Bullshit-Kampf hier vor der Nase und dann beenden die das so. Das lasse ich mir nicht gefallen. Ich habe hier mal ein paar Ärsche zu versohlen beim nächsten Mal und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Bleibt gesund, das ist das Wichtigste. Ich bin jetzt erstmal raus hier. Bis dahin, haut rein!